Hayim Yim Aleph Kislev. Bei Rabbi Kusir Lepler, dem alten Rebbe Sachosi, die gewähren Zeiten, was hat gedauert, Schachris, Minche und Mairiv, einer noch der andere. Es ist nicht gewähren, kein Mann, mafsig sein. Ist der erste Saal, der von Baborinen, Tovshin Dalle, die gewesen, Aschono Kisidro, Cheshvin, die gewesen, Achoser, und Kislev ist gewähren Amolei, is nito kin tog fun hayem yem af lamed cheshven. Is bemele kem a lernen oder choftes cheshven oder alef kislev oder beide neinem in dem tog fun lamed kislev. Is do is a keta fun a brief fun Friedrich Rebbe, was mir um shem gehat Ktoim von der Ruf in Beis, in Chof 7 und Chai Tammuz. Und dort haben wir geredet, mehr bei Riches wegen dem Neise. Und dort man sich ein Magbil sein, mehrer zu dem Keta, was sie scheich ist, zum Einten an ihm jem. Und das ist gewesen, ein Brief, wo der Friedrich Rebbe geschickt zu a Frui, zu a Mädel, wo sie hat geschrieben, a ganzen Bericht wegen der Minu von Amchadisch Betuwei und der Rebbe sagt, es hat gemacht auf mir einen guten Eindruck. Ich sage, der Rebbe, aber das, außerdem, wo das ist ganz bekitzerdig, ist da noch ein Ingen, es fällt der Ingen Hapnimis, Schäbose. Das heißt, der Rebbe sagt, das ist mehr Makivdik wie Pnimis. Und der Rebbe klärt das auf mit dem, als sie da eine Sache, was man versteht, sie da Haskolle von einer Sache. Und sie da eine von der Sorge von der Sache. Haskolle ist ein Einfall, ein sicheldicker Einfall. Aber das ist nicht eine geile Meise, es ist ein Gedank. Dann hat man es aber da eine Sorge, was man nimmt an dem Gedank und man trägt es durch bis wannend, das hat Konsequenzen, was eine Gehe poschet in Peel Mamesh. Weil das ist eine Meile, von der Bala Sogi auf der Bala Mzoe. Und das ist der Mera Eskoledik. Und Eichet, wo das ist den Afkimine zwischen Maki und Pnimi. Aber Bala Sogi ist mit der Pnimis dicken Verstand und der Bala Skole, der Bala Mzoe, ist das mehr Maki für dich. Sag der Rebbe, lass mich dir aufklären, was ist das Maki von Pnimi? Erzähl der Rebbe von der Verbringung von Jutes Kislev, was von Tofrejla Medallet, was ich auch verschrieben, was ich auch gehört von Taten, sie gewinnen auf Verbringen beim Seiden der Rebbe Marasch und hat gerät wegen dem alten Rebens Chesidim. Hat gesagt, es sind Franz Wehrle Chesidim, Makiv dike Chesidim und Pnimis dike Chesidim. Beide sind Chesidim Chabad, was Chabad ist Pnimis, der Makiv dike Chosid ist die Pnimis eine Eichdurgenummer von der Meera Chesidis. Und bei der Pnimis dicken Chosid seinen Eich mehr die Makifen begolle. Von deswegen ist der Amakiv dicke Chosid und der Apnimis dicke Chosid. Der Meshe Wilenkir, der Rebbe Kusir Lepler, beide seinen der Meltner Seidens Chosidim, beide umgehalten bei der größte, höchste Avere von Lissane Galawaye, das heißt, der höchste Madrege in Awe Betainugim, doch ist der Meshe Wilenkir gewesen Apnimis dicke Chosid und Rebbe Kusir Lepler Amakiv dicke Chosid. Und da geht der Rebbe rein in der ganze Riches, weil sie Rebbe Meshe gekommen zum alten Rebbe und Rebbe Kusili gekommen zum alten Rebbe, was das bringt da raus. Die Protim, wie die Echide sehen, aber das hat da weggestellt, die Chsidim, wie sie seinen. Aber die unterste Schule, sagt der Rebbe, Rebbe Meshe Wilenkir, Rebbe Kusili Lepler, seien gewesen zwei gar verschiedene Mohusim. Rebbe Meshe gewinnt ein Balmechen. Und auf ihm hat der Alter Seide gesagt, dem Seiden. Meshe hat Meichen de Gadles und die 10 Jahre, was er hat gehören wird, hat er ausgehören wird Meichen Rechowin. Rebbe Kusiel ist gewähnt Abal Mides. Makif upnimi ist besteht Lereach Shmonechotevim Shemen Turak Shmecha. Kol ha-Mitzvah she-Oso Oves ist Reiches hoju, aber Onu Shemen Turak Shmecha. Kedovor Shemerikin Mikeili El Keili. Reach und Schemen ist Maki von Pnimi. Rebbe Kusil, Saveda, haben sie auch durchgenommen in der Pnimis-Dicken und dann mit dem Rebbe, das hätte geschrieben für Rebbe Kusil, Lepler,
Doch ist der Weide seiner Makivdike. Bei Rebbe Kusirli gewähren eine Aussprache, Chosid Utschok, das heißt, der Chosid ist entlaufen, und Chosid Prischol, der Chosid ist zurückgekommen. Wenn der Chosid Utschok, fliegt er sein sehr umetig, und davnen sehr gich, und als sie der Titel mit dem Finger Wort bei Wort, und als Chosid Prischol, fliegt ihm ein Scheinton, eine Lichtigkeit, und fliegt gehen ein Tänzel und davnen mit einem Brenn. Gewinns Mann in Rebbe Kusir Lepple, als Chosid Prischol, hat er gedauwend alle drei Tfile, Schachris, Minch und Meiriv, eine noch die andere. Es ist nicht gewinn, kins Mann mafzig sein. Und hat mir es lassen, weit nicht gegessen. Sogen dich, als der Rebbe hat ihm gebencht mit der Riches Jomim, darf er können leben und sein gesund und essen. Das ist der Seder von Amakiv Dikun Chosid. Ich wisch in der Mond etlich einmal, dass er der Rebbe geschrieben einen langen Brief zu einem Mädel, zu einer Frui, aufzuklären, den Afkimine von Maki, von Pnimi, mit tiefe Biurim in Chsides und herausbringen dich die Ziurim und die Mehusim von der Meshe Wilenker mit Rebbe Kusir Lepler, wo das ist Amakiv von wo das ist Apnimi. Und wer sei, das bringt er raus, was sie hat gewollt er rausbringen, am Chadish, Betube, Becholien, Tomit, Meisem, Reishis, ist da in am Makiv dicken Eifen, und wer sei, das ist da in am Pnimis dicken Eifen. Und auf der Ruf kämen zurückgehen zu die Hayim Jems von Chof Sivan und Chai Tamus.